Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich habe eine Anfrage bekommen, also ihr werdet hier auch irgendwo Werbung sehen. Da bin ich sehr dankbar drüber, weil ich sowas ja gesucht habe. Und wenn man da was testen kann, immer gerne, ein Wireless-Mikrofon. Wir hatten schon mal ein Wireless-Mikrofon getestet. Da habt ihr auch gesagt, die Qualität ist, naja, so semi-optimal. Ich bin mal gespannt, wie es bei diesem wird. Wir werden ja gleich ein Unboxing machen und ein Hardware-Video. Und ich habe das KMG 501. Es gibt noch das G502, G503, G504, G505 und G506. Wo der Unterschied ist? Ja, die sagt keine Ahnung. Müssen wir gucken. So, ich würde sagen, wir wechseln gleich mal in die Unboxing-Ansicht. Ist von Kimafun. Ich bin mal gespannt. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, wir sind in der Unboxing-Ansicht. Müssen jetzt erstmal aufschneiden. Wireless Mikrofon von Kimafun. Ich hoffe, ich spreche es richtig auf. Aus Kimafun. Kimafun. Werdet euch natürlich auch verlinken in der Videobeschreibung. Habe ich denn jetzt hier? Da haben wir es. So. Den Ding für Müll hingemacht. So, gucken wir mal, was da alles mit bei ist. Erstmal gucken, wo wir es aufmachen. Hier. Hier. Ah, hier geht's leichter. Gleich mit Tasche. Super. In Englisch, Chinesisch, Japanisch, es ist Spanisch, Deutsch, Französisch und Italienisch. Deutsch ist von Seite 26 bis 31. Das kann man oben auf den Kabelschacht machen. Super. Das ist geil. Ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Wir werden mal auspacken. Oh, ich hoffe, das hat auch eine, so eine gute Qualität. Oh, da haben wir aber viel drin. Ich pack das erstmal aus. So, wir haben einmal. Zweimal. Ach, guckt mal an. Hier kann man rausmachen. Falls man für die Box halt über drei hat, also wo man zwei Empfänger hat oder Sender hat. Oder halt, wenn man so ein Ding dazu kauft, könnte man das denn da reinmachen. Nee, das ist ein falscher. Entschuldigung. Kann man das hier reinmachen? Wie geil ist das denn? So. Ihr sagt, ihr braucht zwei, ihr kauft euch noch einen dazu. Ich glaube, die kann man auch sogar einzeln kaufen. Ist doch geil. So, wie gesagt, das ist der Empfänger. Das ist der Sender oder umgedreht. Werden wir gleich sehen. So, dann haben wir mit bei einmal einen Klinkekabel. Wer mit Abisch. Oh, so ja, hier. Guckt euch das an. So, ja, mit Schutz drauf. Dann haben wir noch mal ein Klinkekabel mit zwei abgespannt. Warte mal, die hat zwei Ringe und der hat hier zwei und hier hat er drei Ringe. Ich brauche mit drei Ringen brauche ich für meine Kamera. Dann brauche ich den für meine Kamera. Weil manche haben auch diese mit diesen zwei O-Ringen, also mit diesen zwei schwarzen Ringen. So, was haben wir denn hier noch? Das packen wir mal kurz beiseite. So. Und
Dann haben wir hier noch einen Ladekabel. Ah, okay, hier kommen zwei raus. Wir haben zweimal USB-C an einem USB-A, um beide gleichzeitig zu beladen. Nicht so wie bei anderen, wo es einfach halt ein Ladekabel und entweder lädst du erst eins, dann das andere. Nee, wir können beide gleichzeitig laden. So, ich mache das mal kurz so ein bisschen hier unten separat, dass man da so ein bisschen durchsieht. Die Anleitung habt ihr ja hier oben. So, und dann haben wir hier Puschels. So, hier ist ein Puschel. Oh, balla. Hier ist ein kleines Ding fürs Mikrofon. Ja. Oder halt hier kann man raufstecken, dann hat man Puschel. Ich denke mal, das ist dann für, ja, für hier. Kann man dann hier halt raufstecken und dann, ja, weil hier ist auch ein Mikrofon. So. Was haben wir hier jetzt? Eigentlich müsste hier noch irgendwo ein normales Mikrofon sein. Ah, hier ist das Lavalier-Mikrofon. Aber, naja, Metallklammer ist aus Metall, ja. Aber hier hinten das Stück hier, das ist Plastik. Ist da nur rangesteckt. Also das ist preisgünstig gelöst, würde ich jetzt mal so sagen. Da hätte ich mir jetzt mehr erhofft, muss ich jetzt mal so sagen. Bei meinem, zeig mich mal bei meinem jetzt aktuell, das ist so. Und es hält sehr gut. Ja. So. Aber der Clou an diesem Set ist ja, gut, dass da halt jetzt nicht so ein tolles Mikrofon mit bei ist, ist jetzt schade, aber nicht schlimm. Weil wir haben hier im Gegensatz zu dem letzten, was ich euch gezeigt habe, einen Klinkenkabel. Ja, das heißt, wir können uns auch ein besseres Mikrofon kaufen und das da anschließen. Und falls das Ganze hier damit dann immer noch eine blöde Qualität hat, kann man das ja direkt, das neue Mikrofon mit der Kamera verbinden, so wie ich es jetzt auch habe. Also passt alles. So, jetzt müssen wir mal gucken. Ein Stromkabel haben wir für beide gleichzeitig laden. Ein Kabel für Phone. Hier steht Phone dran. Und hier steht Kamera dran. Obwohl ich Phone brauche. Kamera bringt bei mir nichts. So, dann haben wir ein Puschel. Für obendrauf und ein Ersatzpuschel und Dingsbums hier für das Mikrofon, für das Lavalier, wo ich sagen muss, das finde ich wirklich nicht so gut gelöst. Also, das ist wirklich wirkt billig. Hier ist das Mikrofon kommt hier einfach aus dem Kabel, der Kabel kommt da einfach raus. Das hängt hier einfach lose dran. Also, das finde ich nicht so schön gelöst. Also, da hätte ich mir ein bisschen mehr Qualität. Also, alles andere. Gut verpackt, sieht super aus, goldene Kontakte, mit Schutz drüber, hier Schutzfolie, sieht auch super aus. Alles toll, wirklich. Wir haben einen Puschel halt und so, wirklich. Hier, wenn man zusätzlich bestellt, kann man rausnehmen oder halt für die, die halt ein Z bestellen, ist ja genau die gleiche Packung, für die mit zwei Sendern haben. Da spart die Firma dann halt auch logischerweise Geld, weil sie davon nur eine Packung machen. Aber das Mikrofon, das finde ich jetzt nicht so super gelöst, muss ich sagen. Wir haben auch keinen Adapter mit bei, um das Mikrofon einzeln irgendwo anzuschließen. Ich habe ja Gott sei Dank einen Adapter, ich könnte das jetzt auch so direkt an meine Kamera anschließen. Aber ja, so.
Dann würde ich für das Unboxing hier jetzt erstmal einen Schlussstrich ziehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare. Wir sehen uns gleich im Hardware-Video, wenn wir das erstmal anschließen werden und das erste Mal auch benutzen werden. Bis dahin, Ahoi, sagt euer Rodin.